Psychoanalyse mit Charme, der letzte Schrei, ja? Gefällt's Ihnen? Ich weiß kaum etwas über Psychoanalyse, Dr. Brooks, aber ich dachte, Bart und Wiener Akzent wären obligatorisch. Ich kann Ihnen momentan leider nichts davon bieten. In Lady in the Dark darf Julia Kocsi alle Register ziehen, verbindet das 1941 uraufgeführte Werk von Kurt Weill doch gekonnt zarte Töne mit opulenten Musical-Sequenzen. Warum soll Kummer mich schrecken? Beim Lachen wächst mir der Mut. Warum soll Angst an mir lecken? Nichts da, weg da, mir geht es gut. Nicht nur musikalisch, auch inhaltlich treffen Welten aufeinander. Einerseits die oberflächliche, hektische Modewelt, andererseits die psychoanalytische Einkehr in sich selbst. Ich bin hier, weil mein ganzes Leben gefährdet ist. Meine Arbeit und meine Beziehungen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber mir scheint, ich breche in Stücke. Julia Kocsi spielt Eliza Elliott, erfolgreiche Geschäftsfrau und Chefredakteurin einer Modezeitschrift, deren Welt gehörig ins Wanken gerät, als sie sich, vom Burnout geplagt, Hilfe bei einem Therapeuten sucht. Sie meinen, dass wir jetzt beginnen? Ja, es ist ganz einfach. Es kommt Ihnen vielleicht sogar etwas albern vor, aber legen Sie sich auf die Couch und sprechen Sie alles aus, was Ihnen durch den Kopf geht. Einfach alles. Und Sie kleben sich währenddessen den Bart an, nehme ich an. Ja, genau. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön für die Einladung. Danke für den Besuch. Ja, Sie haben gerade selber gesagt, Sie sehen es zum ersten Mal auch. Logisch. Wie sollen Sie, wenn Sie auf der Bühne stehen, wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Wow, also ich bin wirklich super überrascht, wie schön dieses Bühnenbild ist und auch die Farben der Kostüme jetzt mit dem das Blaue mit dem Gelb. Wunderschön. Genau. Ah gut, es hätte am Samstag schon stattfinden sollen, ja. Ist es nicht. Mittlerweile, glaube ich, sind alle Künstler schon Lockdown-Profis, oder? Ach Gott, ja, wir machen das schon seit 1,5 Jahren durch, ja, ja. Richtig. 13. jetzt am nächsten Montag. Ich hoffe, also, dass am 13. Geht die Premiere gefeiert werden und dann wird gespielt. Also ich wünsche es wirklich von ganzem Herzen. Wir alle, danke. Denn die Spannung aufrecht, das muss ja sein wie für einen, für einen Abfahrer, bei dem das Wetter schlecht ist und das immer verschoben und verschoben wird. Wie machen das Künstler, dass sie dann für diesen Auftritt noch bereit sind? Richtig, also es ist doch dieser Adrenalinschub, der immer bei den Endproben entsteht, für das Ziel, das ist schon so wichtig. Und wenn das dann unterbrochen wird, dass erstens mal geht die Motivation dann wieder zurück und man denkt sich, naja, gut, wann spielen wir, wann öffnen wir? Aber jetzt haben wir schon eine GP angekündigt für Donnerstag, also übermorgen. Okay. Und dann wird nochmal wieder das Stück hineingespielt und sozusagen, dass wir alle wieder drinnen sind in dem Radl. Und die 4 Tage Pause dazwischen sind schon ein bisschen, da ist man dann ein bisschen gestresst. Aber ja, es ist besser als jetzt. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir vor Weihnachten noch öffnen. Also ich bin super glücklich. Dass es möglich sein wird. Ich war jetzt im Auto hierher und habe das gehört von dem Ludwig, der angekündigt hat, ja, auch nicht nur Handel, aber auch die Kultur wird öffnen. Und ich habe mir gedacht, ich war so froh. Ich habe wirklich so gegrinst die ganze Fahrt hierher. Aber Gott sei Dank noch die Hände am Steuer, nicht gleich so wie Julia. Genau. Aber man muss sagen, dieses Stück ist auch einzigartig. Also ja. Kurt Weill kennt man natürlich Dreigroschenoper. Richtig. Aber dieses Lady in the Dark hat er ja in Amerika dann schon, wie er immer emigriert war. Ja. Geschrieben und ist sehr zeitig eigentlich für uns, also weil eine Magazinmanagerin in der Männerwelt, muss ich da behaupten in der Männerwelt und kriegt dann ein Burnout. Richtig, ein Burnout. Sie ist gerade so ein Midlife-Crisis, würde man sagen. Und nicht nur Burnout, aber etwas beschäftigt sie. Und zwar, sie hört immer wieder dieselbe Melodie und sie ist auch immer wieder in Wut und in Rage und Rage und dann kann sie sich nicht entscheiden bei verschiedenen Sachen, die in der Redaktion natürlich anstehen. Und dann noch dazu kriegt sie einen Heiratsantrag und so weiter und sie gerät dauernd in Panik. Und deswegen geht sie dann auch zur Psychoanalyse, weil etwas in ihr
ist unstimmig und sie will herausfinden, was das ist. Und es ist super interessant, dieses Stück, weil es nicht mit einer Ouvertüre beginnt, weil es gleich mit Hardcore-Theater beginnt. Zwei Leute sprechen auf der Bühne, es ist wie Sprechtheater, die erste Szene. Und dann geht erst das Musical los. Also es ist total spannend. Ja, und ja. Ganz unstressig ist ja der gesamte Auftritt dort auch nicht für Sie. Sie müssen sich ja mehrfach umziehen. Ja. Wie oft müssen Sie? Ich habe 7 Umzüge und die sind alle Schnellumzüge. Ich glaube, einer ist sogar 40 Sekunden. Ehrlich? Unglaublich. Also mit Perücke, Schuhe, alles. Ja. Sie also machen ja Helene Fischer Konkurrenz. Ja. Nein, es ist unglaublich. Da braucht man ein Team. Also das sind wir, also 3 Garderobieren und die Perücke. Das zu viert wäre ich da blitzschnell Wahnsinn. Umgezogen. Und ich gehe wirklich von einer Szene zur nächsten und bin manchmal, muss so richtig meinen Atem kontrollieren, bis die nächste Szene kommt. Wobei, wenn man sie gesehen hat, also sowohl in kleineren Rollen, wie zum Beispiel Roxy und der Wunder, ja. aber auch in den großen, also ihre Präsenz ist schon unglaublich. Das Danke muss man ja, das muss man schon einmal auch festhalten. Jetzt sind Sie natürlich hinter der Bühne da sehr beschäftigt. Sie sind mit 20 Jahren nach Österreich gekommen. Mhm. Mit 28. Mit 28? Ja, nicht sagen, wann das war. Nein. Wen interessiert? Und davor Amerika. Mit ja. welchen Träumen sind Sie nach Österreich gekommen? Oh, Träumen, wie schön. Also ich bin nach Österreich gezogen, weil mich hat eine Krennic-Oper hierher gebracht, nach Deutschland eigentlich zuerst. Und das habe ich in New York City, diese Audition gemacht. Und diese Oper habe ich dann damals diese Hauptrolle bekommen, bin nach Deutschland hin für diese Tournee. Und dann habe ich mir gedacht, wie schön eigentlich diese Häuser, wo man Festengagements kriegt, wo man Rollen spielt das ganze Jahr durch, wo man nicht eine Rolle kriegt, da muss man wieder jobben gehen, was ich dann so oft in New York gemacht habe dazwischen. Ne? Und das war der Traum. Irgendwann eine Festposition und dann kann ich nur singen. Wie schön wäre das, Theater spielen. Man muss sich nicht immer dauernd kümmern, richtig. Ums Leben, aber ums restliche Leben. Genau. Schon interessant, weil eigentlich strebt mir danach, nach Amerika zu kommen, dort Karriere zu machen. Sie haben es umgekehrt gemacht. Mal darüber nachgedacht, wie die Karriere verlaufen wäre, wären Sie in Amerika geblieben? Schwierig dort, weil es ist doch so, dass es vor allem, es gibt Broadway, ja, okay. Dann gibt es die großen Opernhäuser, aber für so viel, ich würde mal sagen, es ist eine irrsinnige Konkurrenz dort und es gibt sowas nicht wie ein Festhaus, also ein Festensemble, eine fixe Stelle und somit ist man dauernd am Auditioning, am Vorsingen. Oder man kriegt halt Broadway einen Lauf und macht 2 Jahre durch. Ja? Aber das war auch nie so mein Wunsch eigentlich, dass ich Musical nur mache. Also ich bin eben so froh bei der Volksoper, weil ich habe Oper, Musical und Operette. Und das ist einfach, ja, himmlisch. Frau Kocsi, wir wünschen Ihnen für den 13. alles, alles Gute. Ja. Danke. Auch Ihrem Team natürlich, dem Team rundherum. Ja. Möge die Premiere gelingen. Toi, 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 mit schon schief gehen. Ja, danke. Ein wunderschönes Stück, ja. Lady in the Dark mit herrlichen Melodien. Und österreichische Erstaufführung. Stimmt. Das auch noch? Ja. Da muss man ja hin. Richtig. Ja. Vielen lieben Dank für den Besuch. Danke auch. Ich wollte Ihnen ein schönes, langes Wochenende wünschen.